Weiter geht es mit Rund um die Insel und Elon Huang, der ist heute im Gespräch mit dem Biologen Dr. Gu Zhuang, der 2013 ein DAAD-Stipendium zum Studium in Deutschland erhielt und 2016 in Düsseldorf promovierte. Heute spricht Dr. Gu über seine Zeit nach dem Studienaufenthalt in Deutschland und darüber, inwiefern deutsche Studierende von einem Forschungsaufenthalt in Taiwan profitieren können. Mehr dazu jetzt in Rund um die Insel. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit dem Biologen Dr. Chuen Gu, der 2013 mit einem DAAD-Stipendium nach Düsseldorf ging. Nachdem Dr. Gu seinen Doktortitel im Jahr 2016 erhalten hatte, kam er aber nicht direkt nach Taiwan zurück, sondern Dr. Gu ging zunächst nach Israel. Wie es dazu gekommen ist, wollte ich zunächst von ihm wissen. Ja, normalerweise, also mindestens in Biologie, also nach der Promotion, macht man ein Postdoc-Forschung. Und damals habe ich so meinen Doktorvater gefragt, also ob er so ein paar Vorschläge hat. Und ein paar der Vorschläge waren in Israel beim Weizmann-Institut für Wissenschaft. Ich muss zugeben, dass ich das Institut also kaum kenne damals. Aber es gibt wirklich so spannende Forschung am Weizmann-Institut. Und deswegen habe ich mich für Israel entschieden. Und es ist auch wegen, dass so Israel ganz besonderes Land ist. Und also Nahost ist auch ein Gebiet, also wo ich später vielleicht nie langzeitig, also jahrelang leben würde. Danach sind Sie wieder nach Taiwan gekommen und haben hier an der Academia Sinica weitergearbeitet oder angefangen zu arbeiten. Und zwar, Sie sind am Institute of Plant and Microbial Biology. Gibt es einen deutschen Ausdruck für? Also Pflanzen- und Mikrobiologie. Aha, ja. Cool. Und bevor wir auf Ihre Tätigkeiten dort zu sprechen kommen, ist es richtig, dass Sie auch heute noch mit dem DAAD in Verbindung stehen, beziehungsweise mit dem DAAD zusammenarbeiten? Genau, der DAAD vergibt nicht nur Stipendien für Sommersprachkurse oder Promotion, sondern auch für Forschungsaustausch zwischen Deutschland und bestimmten Ländern, wie zum Beispiel Taiwan. Durch die Förderung können Promovierende in beiden Ländern das andere Land besuchen. Zusätzlich gibt es ein Praktikumsprogramm für Studierende aus Deutschland. Und dieses Programm heißt RISE, weltweit Programm. Und durch diesen Programm sollte es eigentlich dieses Jahr eine deutsche Praktikantin bei unserer Arbeitsgruppe geben. Aber leider wurde der Programm dieses Jahr wegen der Corona abgesagt. Wenn jetzt diese Praktikantin hier wäre oder ein deutsche Studentin hier wäre, was würde ihr so einen Forschungsaufenthalt in Taiwan bringen? Was glauben Sie? Taiwan ist vielleicht für die wissenschaftliche Forschung nicht ganz berühmt, aber es gibt eigentlich einige der besten Forschungsinstitute bzw. Hochschulen auf der Welt. Mit einem Forschungsaufenthalt hat man die Chance, diese Forschungseinrichtungen zu besuchen und an einem spannenden Projekt teilzunehmen. Was wahrscheinlich auch für die deutschen Studenten interessant wäre, ist die Möglichkeit, eine ganz andere Kultur, Denkweise und wie Demokratie in einem asiatischen Land funktioniert, kennenzulernen. Zum Beispiel die Deutschen, die schon mal in Taiwan kurz gelebt haben, können bestimmt besser nachvollziehen, wieso viele Taiwaner schon vor diesen Wuhan-Coronavirus-Pandemie die Angewohnheit hatten, Masken zu tragen und vielleicht wie wichtig es ist für unseren Kampf gegen Corona. Können Sie vielleicht ein bisschen erzählen oder haben Sie einige Erfahrung damit, wie deutsche Studenten jetzt bei Ihnen Forschung machen oder wie taiwanische Studenten Forschung machen bei Ihnen? Gibt es da Unterschiede bei der Denkweise oder bei der Herangehensweise? Ja, ich kann ein bisschen über Taiwaner, Deutsche und vielleicht Israelis zu sprechen. Also grundsätzlich sind Taiwaner sehr allgemein sehr schüchtern. Und ist man in der Schule, also müssen die Schüler besonders die Lehrer
oder Lehrerinnen respektieren, so kulturweise. Und manchmal hat man ein bisschen Angst als Forscher, also Fragen zu stellen. Mhm. Und die Deutschen haben weniger solche Probleme, ja. Und aber verglichen mit Israelis, also würde ich sagen, dass die Israelis sind, die meisten Fragen haben, ja. Mhm. Sie stellen immer Fragen bei der Vorlesung, also oder beim Vortrag, ja. Und aber was ich gut finde, also über die Deutschen, ist, dass die nicht oft Überstunden arbeiten. Ja. Okay. Wobei in Taiwan das ist sehr, also manchmal ziemlich normal ist, also für die Studenten, für die Masterstudenten oder Promovierende, ja, so ein bisschen Überstunden zu arbeiten. Aber die Deutschen, sie haben so Privatleben und Arbeit, also ziemlich gut getrennt. Okay. Jetzt haben wir es schon öfter erwähnt, Ihre Forschung. Können Sie uns auch ein bisschen über Ihre Forschung erzählen, was Sie genau machen? Ja, gerne. Ich erforsche die Vielfalt, Evolution und Ökologie von Eukaryoten, insbesondere die mikrobiellen Eukaryoten. Also wie Sie vielleicht schon mal gehört haben, alle Lebewesen bestehen aus Zellen. Und es